Tja, liebe Leute, ein herzliches Willkommen aus dem neuen Daheim zu euch ins Daheim ins Wohnzimmer. Ich hoffe wieder, wie immer, ihr habt gute Laune mitgebracht, ihr habt Zeit. Wir sind wieder mitten im Herbst drinnen. Und zwar machen wir wieder Kürbis. Und zwar haben wir heute zweierlei Kürbis. Einmal machen wir einen geschmort, so ein bisschen in einer Sahnensoße mit einer frischen Kräuter drinnen. Dann machen wir einen gebratenen Hokkaido-Kürbis. Der Kürbis wird geschmort, da geben wir noch schöne fleischige Tomaten dazu, damit es ein bisschen einen Akzent gibt, das Ganze. Und dann oben drauf, also sagen wir mal so was, ein schöner Eyecatcher noch zusätzlich, habe ich Bärenhornbrüste vorbereitet. Das Ganze machen wir im Mama-Schinkelmantel. Mama-Schinkelmantel gebraten, eine schöne Geschichte, harmoniert wunderbar und ist einfach eine schöne herbstliche Geschichte. Legen wir los, Leute, vorbereitet haben wir schon ein bisschen. Da nehmen wir wieder den Butternusskürbis. Den können wir jetzt ruhig ein bisschen so ragoutartig schneiden, das muss jetzt nicht ganz so fein sein. Da haben wir da vorne schon ein paar Stücke vorbereitet, damit es ein bisschen schneller geht. Das schneiden wir jetzt auch schön die Würfel. Ja, das ist schon schön. Wir schalten uns schon mal schnell in den Ofen ein. Geben wir gleich Gas, damit wir gleich ein bisschen was haben. Wir fahren gleich mit Öl an. Ein bisschen was. Und das geht sehr, sehr schnell bei der Induktion. Das heißt, wir können das schon reingeben. Zweite Einlage, das braucht auch ein bisschen länger beim Mitrösten. Nehmen wir jetzt Zwiebel, den brauchen wir jetzt auch nicht zu fein schneiden, da können ruhig so schöne Eckerl sein. Brauchen wir noch einen zweiten auf. Perfekt. Und da vor mir seht ihr schon schöne fleischige Tomaten. Das sind Ochsenherzentomaten. Die haben einfach die Eigenschaft, da ist viel Fruchtfleisch drinnen. Das hat einen schönen Reifegrad in Wahrheit. Schneiden wir uns vorne das Stück weg, hinten ein kleines Stück weg. So, da brauchen wir dann auch wieder die Würfel. Wie gesagt, nicht zu fein, schaut, dass die in etwa gleich groß sind wie der Kürbis. Farbe haben wir auch dabei, dann nehmen wir gelbe Tomaten noch dazu. So sieht das ausschauen. Schauen wir, dass wir für die Tomaten, sage ich mal, von der Menge her gelb-rot halb-halb haben und in der Relation zum Kürbis, ja, ein Teil Kürbis, ein Teil Tomaten, dann haben wir die perfekte Konsistenz. Wir geben gleich noch ein bisschen Gas. Das darf jetzt ruhig ein bisschen anziehen, sage ich mal. Was wir inzwischen dann noch herrichten können, ein bisschen Lauch. Das ist ein schöner Geschmacksgeber auch. Ein bisschen eine zusätzliche Komponente. Schneiden wir auch nicht zu fein. Sie können sich euch da am Schneidbrett alles einmal vorbereiten. Das geben wir dann einfach nacheinander dazu rein, so wie wir es brauchen. Wichtig ist frische Kräuter. Das ist einfach eine schöne Geschichte. Wenn ihr vorne die Spitzerl nehmt, braucht ihr es gar nicht zupfen. Schneiden wir ein bisschen an Thymian. So, aufpassen bei den frischen Kräutern, die sind ziemlich intensiv, sage ich mal. Da kommt wirklich noch der Geschmack raus. Dann habe ich noch ein schönes Zweigerl vom Rosmarin. Auch den vorderen Teil des Spitzerl. Schneiden wir auch schön fein zusammen. So, mittlerweile brutzelt das schon schön. Schön, das tun wir richtig. Das können wir jetzt richtig schön anglasieren, damit es Energie kriegt. Ich habe wieder ein paar Nüsse hergerichtet. Da könnt ihr euch auch spülen, müsst ihr unbedingt reingeben, aber es gibt einfach schöne interessante Note. Das kann man gleich dazu reingeben, das darf ruhig mitrösten. Das muss ich kurz herzeigen, wie das ausschaut. Das heißt, das Ganze rösten wir einfach mal schön glasig. Das ist schon mal perfekt. Das nächste, was relativ lang braucht, ist der Lauch. Gleiche Geschichte, einfach einmal kurz durchschwenken, durchrösten. Damit es ein bisschen glasiger wird, das Ganze, damit sich das Ganze im Topf drinnen verbindet. So, und wir geben schon die Tomaten rein. Wie gesagt, das Ganze wird ja dann im Ofen geschmort. Herrlich, und wir können auch schon die Kräuter reingeben. Duftet schon richtig schön aus dem Topf, der Herbst ist schon drinnen da. Brutzelt so richtig schön. Das rösten wir es nochmal durch. Wir können gleich würzen. Wir nehmen noch ein paar Meersalzflocken. Aufpassen beim Würzen, nicht zu viel, lieber ein bisschen nachwürzen dann. So, ein bisschen Gemüse fahren. Gleiche Verhältnis Sahne. Das ist schon schön. Wie gesagt, darf es nicht zu viel nehmen von der Flüssigkeit. Das wird eine ragoutartige Konsistenz dann erreichen. Schön bunt wird es ausschauen. Und jetzt stauben wir noch ein ganz bisschen von edelsüßen Paprika dazu rein. Das gibt nur eine schöne zusätzlichen Touch, ganz leicht papriziert. So, das kochen wir jetzt einfach einmal ganz kurz auf, ist schon passiert. So, dann haben wir uns schon eine Pfanne hergerichtet, da werden wir das gleich umlernen. Das gibt dann nämlich so also ganz in den Ofen rein. Auf das setzen wir dann
die vorbereiteten Bärlhühnbrüste, die wir jetzt dann gleich zubereiten werden auf. Und dann kommt für kurze Zeit in den Ofen rein. So, das passt. Das können wir mal da vorne stehen lassen. Kundenorientierter Service, individuelle Planung, vollendetes Design. Wir produzieren Ihre Möbel maßgeschneidert und professionell. Vom Einzelstück bis zum Großprojekt bekommen Sie in Ihrem Tischlerzentrum alles aus einer Hand, aber mit genügend Raum für flexibles Handeln. Das ist Ihr Tischlerzentrum Bruck. So Leute, schaut's her. Schöne Farbe, da ist der Herbst drin und köchelt ganz gleich leicht vor sich hin, damit wir auch die richtige Konsistenz erreichen. Was ich jetzt noch dazu reingebe, eines meiner Lieblingskräuter, ein bisschen ein frisches Magikraut-Liebstöckel. So, das reicht. Das lassen wir jetzt ein bisschen ziehen, so wie es sein soll. Ein bisschen am Pfeffer geben wir jetzt gleich noch rein. Jawohl, schaut gut aus. So, wir haben uns schon vorbereitet, Parmaschinken. Und die wichtige Hauptkomponente, Bärlhuhnbrust. Wichtig ist bei den Brüsten, dass das schön zuberühren, dass die ganzen Sehnenteile weg sind. Legt sich das Knochen ein bisschen frei, schaut gleich schön aus in Wahrheit. So, jetzt haben wir da genug geredet. Jetzt werden wir das schnell versuchen, einmal in den Parmaschinken schön einzurollen. Ich habe mir den schon vorgeschnitten. Bärlhuhnbrust, Hautseite legen wir nach unten. Was wir jetzt noch brauchen, eben die gewisse Würze. Dann mal leicht pfeffern. Nicht zu viel. Dann nehmen wir uns ein bisschen Salz. So, sehr schön. Und was wir noch machen können, ist ein bisschen was von Rosmarin. Ein paar so Astel dazu reinlegen. Ganz leicht, nicht zu viel. Das gibt einen schönen zusätzlichen Geschmack. Ein bisschen Olivenöl. So, und jetzt schaut, dass das Ganze schön kompakt einschlagen könnt. Klappt es zu einfach und dann nehmt das und ratzt es ein bisschen kompakt darüber. Das legt sich dann richtig schön an die Brust an. So gefällt mir das ganz gut. So, da haben wir schon genug geköchelt. Wir haben uns hinten den Ofen schon vorbereitet. Heißluft 185 Grad. Da gehen wir das gleich mal rein. Ja, bei 185 Grad Heißluft, sage ich jetzt einmal, ja, lasst es so 10, 15 Minuten, lasst es drinnen, dann seid ihr auf der schönen Seite, dann haben wir ein Ragout, wenn noch ein bisschen an Kern hat, nicht zu weich ist. So wollen wir es eigentlich haben. So, wir heizen uns den Ofen gleich davor. Da können wir ruhig ein bisschen Gas geben am Anfang. Ein bisschen Öl werden wir uns reingeben, nicht zu viel, wir haben eine beschichtete Pfanne. Da schauen wir wieder, dass wir beide Seiten schön scharf anbraten, damit das Fleisch, sage ich mal, in der Mitte drinnen schön saftig bleibt. So, schau, knuspert schon. Wir geben noch ein bisschen mehr Gas. Das Ganze, wie gesagt, leicht in Öl anbraten. Ja, wunderbar. Die Asterl erwarten wir noch ein bisschen, dass sie nicht zu früh rein ist, sonst verbrennt es. Dann sind die ganzen schönen Sachen, die im Rosmarin und im Dümmern sind drinnen, sind verbrennt. Dann schmeckt es nicht mehr gut. Dann, was wir reingeben können schon vorher. Das ist der Zwiebel. Jawohl. Aufpassen auf die Finger. Nehmen wir uns ein Zangerl. Ein bisschen geben wir noch. Wir werden das Ganze leicht noch ein bisschen ölisieren. Jawohl, so sollte das ausschauen. Schauen wir mal, schon schöne braune Farbe um auf drauf. Wir geben einfach noch ein bisschen Vollgas, damit das ein bisschen schneller geht. Bei der Induktion geht das wirklich ganz, ganz zackig. So, jetzt geben wir die Asterl noch dazu rein. Oh, einfach vorsichtig damit durchgeschwenkt. So, jetzt geben wir noch ein bisschen Butter dazu. Jetzt gehen wir da ein bisschen auf die Seite hin. Was jetzt wichtig ist, bevor es dazu rein, gibt es ins Ohr. Nehmt die Butter und das Ganze ein bisschen abnabieren, das Fleisch. Ein bisschen abglänzen. Jawohl, das ist perfekt. So ist er schön. So, liebe Leute, dann werden wir das Ganze oben auf der Aufnahme am Fleisch verteilen. So gefällt mir das sehr, sehr gut. So schaut das schon mal super aus. Riecht auch wunderbar. Der Parmaschinken hat sich schon schön verbunden mit dem Fleisch. Und so gehen wir das Ganze jetzt noch zusätzlich rein. Also wir haben jetzt noch gute 10 Minuten für die andere Geschichte. Das passt genau für das Händel auch. Und in 10 Minuten sind wir schon fast wieder zum Start. Mittlerweile machen wir einen kurzen Break für eine Werbepause. Die Faszination Küche.
beginnt mit Miele. Entdecken Sie den Ursprung des Außergewöhnlichen. Für das, was wir besonders lieben. Das ist Miele. Das ist immer besser. So Leute, eine Komponente haben wir noch. Wir haben gesagt, wir machen zweierlei Kürbis. Der eine Kürbis schmuggelt schön vor sich hin, den wir dann kurz einmal rausholen. Aber jetzt haben wir die zweite Komponente noch. Das ist eine schöne Geschichte. Das ist ein Hokkaido-Kürbis. Und beim Hokkaido ist es besonders, den könnt ihr mit der Schale braten. Das heißt, wir schneiden uns jetzt einfach ein paar schöne Stücke runter. So, aufpassen auf die Finger. Das ist die Haut doch relativ fest. So sollte das ausschauen. Das reicht schon. Pfanne haben wir uns schon aufgestellt. Wird schon warm. Geben wir mal ein bisschen Öl rein. Ein bisschen Butter rein auch. Wir fahren die Hitze einfach ein bisschen auf für einmal. Aber wir können das schön mal einsetzen. Das ist schon kein Problem. So, oder? Das ist schon eine ganz interessante Geschichte. Dann haben wir eh schon vorher gehabt. Ein bisschen Rosmarin haben wir noch da. Ein bisschen Thymian haben wir noch da. Das zupfen wir uns jetzt einfach so runter, damit das Holzige wegbleibt. Das passt, das darf man gar nicht hocken. So gefällt mir das ganz gut. Wir werden das gleich mal wenden. Schau, wir haben schon ein bisschen eine Farbe da, genauso sieht es ausschauen. Das ist perfekt. Das heißt, da müssen wir wirklich schauen, dass wir das Ganze dann einmal in die andere Seite drehen, damit es von allen Seiten so eine schöne Farbe kriegt. Der wird gar nicht so lange dauern, das heißt, wir müssen den Wald noch 10 Minuten dahinter. Das heißt, wenn wir das jetzt dann dazu reinschieben, haben wir alles zur gleichen Zeit fertig. So soll es ja auch sein. Ein bisschen den Thymian noch dazu. Wir geben noch eine leicht interessante Note, wir geben noch ein bisschen Säurespiel dazu. Das heißt, wir rein müssen ein bisschen Limette da dazu. Jawohl, das schaut schön aus. Was uns noch fehlt, ist die Würze. Ein bisschen Pfeffer. Und das war es eigentlich schon. Das werden wir jetzt da dazu reinschieben da hinten. Was wir jetzt brauchen ist das eine Kürbisgemüse. Das ist schon sehr schön. Das lacht mich schon. Schauen wir gleich mal bei der Brust noch. Jawohl. Was mir da jetzt noch fehlt, ist ein bisschen die Säure auch. Da brauchen wir noch mal ein bisschen Limettenabrieb. Und was noch dazu kommt, ein Parmesan. Das gibt der Ganze noch eine interessante Note. Es gibt noch schöne Harmonie und in Wahrheit, sage ich mal, tut das Ragout eigentlich auch binden. Das brauchen wir ein bisschen, damit es nicht am Teller davon rennt. Da brauchen wir es nicht sparen. Weil, ich sage einmal, Kürbis und Parmesan vertragen sich eigentlich sehr, sehr gut auch. So, das lassen wir jetzt einfach dann noch ein bisschen ziehen. 5 Minuten im Rohr drinnen und dann sind wir eigentlich schon fast bereit zum Anrichten. So Leute, Spannung steigt. Ich denke, wir schauen einmal nach, wie weit wir sind. Wir haben die 15 Minuten vollendet. Aufpassen beim Rausnehmen. Schau, Ragout hat schon schön niedergesimmert. Konsistenz perfekt. Zweite Geschichte. Etwas kernigere. Hokkaido-Kürbis. Auch schon schön weich, so wie wir ihn haben wollen. Und dritte Geschichte. Perlhornbrust auch schon. Perfekt, wunderbar. Das heißt, wir starten mit dem Anrichten. Erste Geschichte ist, wir brauchen das Ragout. So, drehen wir ein bisschen um, damit sich das auch noch mal schön vermengt. Schaut her. Gehen wir in die Mitte rauf. Ja, schaut schön aus. Perfekt. Stellen wir es da vorne gleich wieder hin. Teilen wir uns das gleich wieder so her. Auf die Dekoration, was wir jetzt brauchen. Ein bisschen gebatzt haben wir auch. Das tun wir schnell weg, das wollen wir nicht haben. Das Hühnchen, die Perlhornbrust, legen wir uns gleich mal raus. Den Hokkaido-Kürbis, der ist auch sehr, sehr heiß, wenn wir ein bisschen aufpassen. Den werden wir uns ein bisschen verteilen am Teller auch. Wie gesagt, den kann man mit der Schale essen, das ist das Besondere an dem Hokkaido-Kürbis. So. Ja, lasst das ruhig reinfallen, das passt perfekt. Schau, ich zeige euch das einmal ganz kurz, wie er ausschauen soll. Wenn ihr dann eine Gabel habt oder so und ihr drückt da rein
und der geht dann schön durch rein, dann ist es genau richtig von der Konsistenz her. Nächste. So wollen wir es haben. Mein alter Spruch, Perlhuhnbrust. Schneiden wir uns an. Muss ich euch sagen. So soll die Perlhuhnbrust ausschauen. Schaut, das soll innen drinnen wahrscheinlich leicht glänzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Glasig. Dann sind wir richtig. So, das setzen wir schön in die Mitte rein. Was wir jetzt noch brauchen, vorbereitet haben wir uns einen kleinen Stoppmixer, reduzierte Sahne. Mixen wir uns ein bisschen was auf. Mit einer Schaumal kriegen wir ein bisschen eins. Ich sage, das darf ja leicht cremig sein. Nehmen wir uns einen Löffel. Da fahren wir dann wirklich nur mit dem Schaum schön vorsichtig da nach unten mal rum. Der kann ich ein bisschen spülen. Jawohl, das schaut wirklich wunderbar aus. Dann haben wir noch ein bisschen Parmesan, den wir auch im Ragout schon drinnen haben. Den reimen wir dann noch oben drauf. Ausgeklopft. Dann haben wir noch ein schönes, hochwertiges spanisches Olivenöl. Das passt auch hervorragend. Was wir jetzt noch dazugeben. Ein paar Erbsensprosserl. Da verteilen wir uns noch ein bisschen. Machen wir ein bisschen eine schöne Geschichte am Teller um. Nicht zu viel, ganz, ganz leicht. Dann haben wir noch ein paar Knoblauchsprosserl. So sieht das ausschauen. Ein herrliches Gericht. Passt perfekt zum Herbst. In diesem Sinne, Leute, kennt's mich schon. Probiert es einfach ein bisschen, spült's daheim. Habt Spaß am Kochen. In diesem Sinne, Happy Cooking, euer Manfred aus dem Wirtshaus daheim.